Ja, einen recht schönen guten Tag, ihr sexy Typen und heißen Girls da draußen. Man hätte es ja nicht mehr für möglich gehalten. Selbst ich habe eigentlich schon nicht mehr damit gerechnet. Aber heute ist es endlich mal wieder soweit. Ich sage Hallo und begrüße euch recht herzlich von meinem Gamesofa aus. Es gibt mal wieder scharfen Games-Content bei Sexy Cripples. Und was ist der Anlass? Natürlich, es konnte nur Halloween sein. Ihr wisst, wenn ihr unsere Eskapaden hier auf YouTube schon länger verfolgt, ja, Kim und ich, wir sind echt wahnsinnig große Halloween-Fans. Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder ganz extrem auf Halloween. Für euch, wenn alles klappt, ist natürlich jetzt schon Halloween, aber während ich das drehe, könnt ihr euch denken, ist Halloween noch ein paar Tage hin. Deswegen bin ich jetzt noch gerade in der Vorfreude und ihr seid hoffentlich voll im Halloween-Fieber. Ja, und weil wir halt extrem oft dieses geile Horrorfest stehen, Jahr für Jahr, dachten wir uns, es kann nicht sein, dass wir 2 Jahre hintereinander Halloween-mäßig auf Sexy Cripples nichts machen. Bevor wir loslegen mit einer neuen Runde knallhart durchgegruselt. Mal ein paar Sätze. Ich dachte mir, ach komm, Leute, wir haben so lange nicht mehr geredet, oder? Bleibt hier, setzt euch, nehmt euch einen Keks, macht's euch gemütlich. Wie geht's euch so? Lasst uns ein bisschen reden, Freunde. Ich fange an. Ja, also mal ein paar Worte zur Erklärung. Ihr habt's ja mitbekommen, bei Sexy Cripples ist in der letzten Zeit nicht so wahnsinnig viel passiert. Und wenn, dann waren das Film-Reviews. Ich habe mich, oder Kim und ich, wir beide, wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn auch die gut bei euch ankommen, aber wir kriegen natürlich mit, dass sich viele von euch fragen, und zwar schon zu Recht, was ist jetzt eigentlich hier mit Sexy Cripples, wann wird mal wieder was gezockt, da passiert recht wenig, was ist jetzt Phase? Ja, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, im letzten Jahr war bei mir relativ viel los, also beruflich gerade, ich bin ja jetzt bei Inside PlayStation. Wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, gerne mal reingucken, Inside PlayStation. Top-Format mit einem super Moderatorenpaar. Naja, und das nimmt wirklich sehr, sehr viel von meiner Zeit in Anspruch. Also ich hätte es auch nicht so gedacht, aber es ist in der Tat so, dass ich leider mittlerweile recht wenig Zeit habe, mich so regelmäßig um so neuen Gamescram zu kümmern, wie es vorher mal war. Zumal neuer Gamescram ja auch gerne mal heißt längere Serien. Also oftmals habe ich mir was eingebrockt und was aufgehalst, was ich jetzt in der letzten Zeit einfach nicht so geschafft habe. Und sprechen wir doch gleich mal den großen Elefanten im Raum an. Es gibt ja noch 2 Serien bei uns, die so ein bisschen relativ unschön mittendrin abgebrochen wurden, beziehungsweise einfach noch nicht weitergeführt wurden. Das ist zum einen das Eisenhardt durchgenommen zum Game of Thrones Spiel. Da fragen Leute ja, wird das denn noch weitergezockt? Dazu kann ich sagen, aller Voraussicht ja. Ist zumindest geplant, aber zumindest jetzt gerade ist die letzte Episode von diesem Spiel noch nicht mal draußen und ich habe wirklich völlig vergessen, was passiert ist und worum es ging. Also das ist ja der große Knackpunkt, habe ich auch schon ein paar Mal mich kritisch zu geäußert, so schön diese Telltale-Spiele immer sind, aber wenn da so gefühlt, weiß nicht, 3 Monate zwischen den Episoden liegen, dann ja, also tut es meinem Spielevergnügen tut es wirklich großen Abbruch, weil ich die Hälfte, wie gesagt, irgendwie schon wieder vergessen habe. Also von daher, das ist jetzt nichts, auf das ich mich so wahnsinnig freue. Ich glaube, ich müsste mir meine eigenen Videos nochmal angucken. Ich kann nur sagen, in der ein oder anderen Form wird das auf jeden Fall noch weitergeführt und dann auch beendet. Ob das von uns beiden ist, also von Kim und mir, oder nur von dem einen von uns beiden, wird man dann sehen. Aber so oder so, es wird auf jeden Fall noch zu Ende geführt. Und dann gibt es ja noch diese andere Geschichte, das Tagebuch des Todes. Ich habe mich ja an Dark Souls 2 versucht und habe mal halt das Tagebuch des Todes gestartet und auch das ja brach dann irgendwann relativ unzeremoniell mittendrin ab und auch da kommen immer noch vereinzelt Nachfragen, was ist denn eigentlich mit dem Tagebuch des Todes? Ist das jetzt vorbei oder wieder was? Und das stimmt, ich habe mich dazu auch nie klar geäußert, weil ich es irgendwie selber nicht so richtig wusste. Jetzt ist es aber nur so, jetzt gerade, während ich hier sitze, ich komme gerade von der Arbeit. Ich war im Studio bei Inside PlayStation und ich konnte da die Demo zu Dark Souls 3 zocken. Wenn ihr das jetzt seht, ist das wahrscheinlich völlig kalter Kaffee. Ihr habt schon alles drüber gehört, gelesen und gesehen. Aber ich bin jetzt gerade Dark Souls geil. Ohne Scheiß. Ich kann jetzt gerade an nichts anderes denken als an Dark Souls, was super ist, wenn ich jetzt so eine neue Reihe anfange. Ja, und deswegen nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, ich werde mich vielleicht demnächst dann doch wieder mal an das Tagebuch des Todes wagen. Ich meine, wir sind zur Hälfte durch gewesen mit dem Spiel. Und da kommt ja schon noch einiges. Und ich weiß nicht, ob ich euch das wirklich vorenthalten kann, ruhigen Gewissen. Das ist ja irgendwie auch blöd, eine Reihe zu starten und die dann irgendwie einfach nicht mehr fortzuführen irgendwann. Ist auch ein bisschen doof. Fände ich persönlich auch irgendwie albern. Und deswegen, ich kann es nicht hundertprozentig versprechen, aber ich nehme mir wirklich vor, demnächst mal wieder an das Tagebuch des Todes zu gehen und die verbleibenden Teile noch fertig zu schneiden und dann rauszuhauen. Ich kann euch sagen, da gab es noch ein paar Kämpfe, alter Schwede. Der fucking Dark Lurker. Das war mit das
Der motherfucking Darklurker, ohne Scheiß, schon deswegen, ich muss euch das eigentlich zeigen, es war lachhaft. Egal. So, das zu dem Thema. Und jetzt sind wir aber in allerfeinster Horrorstimmung. Es ist Halloween, wie gesagt, wenn mein Timing klappt, dann ist jetzt gerade, wenn ihr das seht, ist der 31. Oktober und Halloween. Und wenn ihr jetzt denkt, ja Wolf, du bist ja eine Pfeife. Erzählst uns hier die eine Reihe nicht zu Ende geführt, die zweite Reihe nicht zu Ende geführt und jetzt fängst du auch noch eine dritte an. Wie soll das denn wohl enden, du Schmierkopf? Da kann ich sagen, wenn ihr das jetzt seht, ist das Ding komplett abgedreht. Also macht euch keine Sorgen, es bricht nicht ab. Ich spiele das natürlich live on tape, also ich kenne da nichts, es wird irgendwie auch nicht geschummelt oder was, irgendwas vorgespult, geschnitten oder irgendwie so. Aber wenn ihr das seht, ist die Reihe komplett abgedreht. Also ich werde mich jetzt hier 1, 2, 3 Abende hinsetzen und spielen, damit ich euch garantieren kann, dass die Reihe dann auch wirklich irgendwann ihr Ende findet, wenn wir sie denn mal angefangen haben. So, genug der Vorrede. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen in Horrorlaune. Ich bin's auf jeden Fall. Und das Spiel, was wir zocken bei Sexy Cripples, wird endlich mal wieder gespielt. Und ich habe mir ein kleines Schätzchen ausgesucht, was ich wirklich schon lange im Schrank habe. Und ich habe es noch nie gespielt. Und ich dachte mir, das ist doch mal eine gute Gelegenheit, das mit euch zusammen zu tun, um des Horrors zu gedenken und den Schrecken zu feiern. Nämlich das Spiel, was man jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen kann im Dunkeln. Da. Clock Tower 3 von Capcom. Hat der eine oder andere von euch wahrscheinlich auch schon gespielt, ist aber, sondern ist eindeutig so ein kleiner Klassiker. Ich habe mir überlegt, spielen wir was Aktuelles und dann dachte ich mir, ach na, also entweder sind aktuelle Horrorgames sind irgendwie einfach nicht so cool oder es haben alle schon gespielt und gesehen. Also dann ist ja irgendwie auch so ein bisschen witzlos, euch ein Spiel zu zeigen, was ihr selbst schon 5-mal durch habt und 100 andere Let's Plays gesehen habt. Deswegen dachte ich mir, spielen wir hier ein altes Schätzchen für die PS2, Clock Tower 3 von Capcom. Ich habe mir sagen lassen, da geht's auch irgendwie durchaus zur Sache und es geht ganz gut ab. Ach ja, und ihr seht's, hier ist das Originalspiel, ne? Also nicht hier von wegen schlecht über Emulatoren oder was, wie viele andere so machen. Bei mir gibt's den Real Deal, den echten Shit. Wir spielen das Original PS2-Spiel. Ich habe meine PS2 angeschlossen. Das Spiel ist drin. Ich bin bereit. Es kann laufen. Ja, deswegen genug der Vorrede. Wir können einfach mal gut gelaunt anfangen. Ich hoffe, das klappt jetzt alles so. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich so ein bisschen aus der Übung. Ich habe ja so lange kein Knaller durchgenommen oder sonst irgendeine Form von eine Stunde mit oder Let's Play oder was es alles so gibt, gemacht. Ich setze mir mal die Kopfhörerchen auf, damit ich auch ordentlich was höre. Und wir starten mal die Aufnahme jetzt. Ich hoffe, dass meine Capture-Box auch mitspielt. Das sieht ganz gut aus. Da müsste man das Bild auch schon sehen. Ich gehe zur Kontrolle für mich, für den Schnitt später. Ich gehe einmal runter, runter, hoch, hoch. Ja, dann lade ich euch herzlich ein, Freunde. Holt euch was Schönes zu trinken. Kuschelt euch unter die Decke, dimmt das Licht und klammert euch an euren liebsten Kuschelpartner. Jetzt gibt's nämlich Clock Tower 3 im neuen knallhart durchgegruselt bei Sexy Cripples. Na, ich bin ja mal gespannt, was das wohl werden wird, ey. Ach, 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 ach. Erstmal lange Schwarzbild und die PlayStation rattert. Okay, da geht's los. Dearest Alyssa, how have you been? I think of you every day. It seems such a long time since you started your life at boarding school. It was after your beloved grandfather went missing while traveling 3 years ago that I sent you away to boarding school and told you not to come back for at least 6 years without giving you any explanation. It must have been very painful for you, and I'm sorry, but it was for your own protection. Now, your 15th birthday is approaching, and I fear your life may be in danger more than ever before. Please, go into hiding until your 15th birthday has passed. I know that what I am saying will make no sense to you, but please, do as I tell you and hide as quickly as you can. Your loving mother, Nancy. Mum. Alyssa, you're wanted on the telephone. It's your mother. Hello? Mum? Hello? Are you there? What's wrong? Answer me. Hello? Hello? Mum? Hello? Mum? Mum? Answer me. Mum, I'm back. Mom?
Excuse me. Are you one of the lodgers? Yes, I am. Oh, I'm Alyssa, Nancy's daughter. Do you know where my mother is? Your mother has gone out. That was early yesterday morning. Huh? She mentioned that she would not be coming back for some time. What? She was wrong. She won't be coming back. At all. So it's just you. You are all alone in this world now, little girl. My sweet Alyssa. I've been waiting so long for this moment. Get away from me! Okay, das war jetzt, also ernsthaft creepy? Alright, alter Schwede, ey. Willkommen beim Knaller durchgegruselt. Ich find's ja selber geil hier. Ast rein. Also, das sind die ersten Schritte in Clock Tower 3. Und man sieht gleich die Grafik, also diese Grafik, ohne Scheiß. Oh Mann, so sahen PS2-Spiele damals aus. Jetzt mal ohne Flachs. Also, wenn ihr euch jetzt beschwert, hier auf der oder der Konsole läuft das nicht mit 5000 Frames pro Sekunde. Ey Leute, wir haben früher so gespielt. Auflösung ist nicht 8 Milliarden, will ich nicht spielen. So sahen unsere Spiele früher aus, Freunde. Und wir fanden es geil. Okay, also, die Uhr geht genau. Man merkt, wir sind knietief im Capcom-Horrorspiel. Das ist das der Prototyp eines Capcom-Horrorspiels. Das Licht von dem Feuer erzeugt ein rötliches Schimmern. Auch die Villa, die schien mir original aus Resident Evil zu stammen. Also ich glaube, die haben einfach das alte Model neu verwurstet für dieses Spiel. Aber gut. Auf jeden Fall schon mal ein schöner Einstieg. Was haben wir da? Da kann ich doch bestimmt speichern. Dein Tagebuch liegt offen da, ein Eintrag ist unvollständig. Hier kannst du die Spieldaten speichern, ja. Ach ja, wieso nicht? Ja. Ach, wie nett. Ach, guck, das finde ich ja schön. Man hat also 8 Slots zur Auswahl. Nehmen wir doch direkt mal den ersten. Finde ich nett designed. Ich finde das ja mal schön, wenn sich Designer wirklich Mühe machen, auch so die kleinen lapidaren Dinge, wie zum Beispiel Speichern oder so, einfach ein bisschen hübsch und nett zu gestalten, so zum Thema des Spiels passend. Sehr schön. So, wir haben 1 Minute 30 gespielt, da muss auf jeden Fall erstmal gespeichert werden. Man weiß ja nie, was hier so passiert. Ich habe schon so mitbekommen, das ist ein Spiel, in dem man öfter mal panisch wegrennen muss. Wie genau das zu verstehen ist, werden wir hoffentlich bald merken. Ein merkwürdiges Muster ziert das Gefäß. Es ist voll mit frischem Wasser. Und warum leuchtet das so? Okay, soll mir wahrscheinlich einfach nur einen Hinweis geben, dass man es untersuchen kann, aber was Interessantes fördert das hier nicht zutage. Hier ist nichts Interessantes, genau wie hier, okay. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie ist denn die Steuerung von wegen Resident Evil? Ist ja berühmt-berüchtigt für die mittlerweile völlig unerträgliche Tank-Steuerung. Und, also das geht hier eigentlich. Ich habe noch keine großen Probleme. Ich meine, gut, noch passiert auch nichts. Alle Gäste sind ausgegangen. So, es ist voll mit Kunst und Antiquitäten. Großvater sammelte so ein Zeug. Ey, wie die auch schon, wie sie läuft. Großvaters Zimmer, jetzt ist er nicht da. Seit 3 Jahren ist er weg, man kommt da zurück. Ja, mal eben Zigaretten holen. So, jetzt warte mal. Ah, okay, also wenn ich Viereck drücke, dann läuft sie langsam. Ich hoffe nicht, dass es irgendwelche Schleichpassagen gibt. Oh. Entschuldigung. Ah, wenn ich Kreis drücke, fängt sie an zu kriechen. Auch das wird dann also garantiert wichtig. Auf Viereck passiert nichts. Die R-Tasten machen nichts. L1 zeigt mir eine Karte. Okay, alles klar. Allerdings zeigt mir die Karte nicht, wo ich selber gerade bin. Ich hoffe, das ändert sich im Spiel noch, weil dann ist die Karte wirklich herzlich überflüssig. Dann hätte ich auch Siren spielen können mit dieser völlig schwachsinnigen Bullshit-Karte, die kein Mensch lesen konnte. Okay, also, fuchsen wir uns mal rein. Nee, genau, da kam ich her, also muss ich hier hoch. Das ist eindeutig die Resident Evil Villa, jetzt mal ohne Flachs, ey. Oh Mann. Also erstmal aufs Geratewohl natürlich überall hingehen. Ein Feuer brennt in der Feuerstelle, hier ist nichts. Ja, man weiß ja nie, man muss ja echt immer alles untersuchen. So, was ist das hier? Alissa, oh, das ist mein Zimmer, okay.
Ich dachte gerade, es kommt eine Zwischensequenz. Mein Zimmer, nichts hat sich verändert. Auch geil, die Mutter sagt, ey, versteck dich. Gebrauchte Bücher stehen ordentlich in einer Reihe. Keine Spur von Staub. Mutter muss für mich sauber gemacht haben. Nee, da geht's wahrscheinlich wieder raus. Was sind das für Bilder? Da passiert nichts. Also ein bisschen Abgesperrung geht hier auf. Ein bisschen fummelig ist die Steuerung schon. Das könnt ihr euch denken. Oh, der Fernseher funktioniert nicht. Vielleicht ist er nicht richtig eingesteckt. Ja, schade eigentlich. Gleich kommt King of Queens, ey. Was haben wir da? Lavendelwasser. Okay. Naja gut, das wird sich wahrscheinlich noch aufklemmen, was es damit auf sich hat, Lavendelwasser. Ah, okay. Ja, alles klar, okay. Also kann ich jetzt von zwei Seiten in das Zimmer rein, ja, fallen. Aber warte mal, nicht, dass da noch irgendwas war. Die Kamera kann ich übrigens natürlich nicht drehen, das ist auch typisch Capcom, die ist natürlich fixiert. Das war früher halt so in Horrorspielen. Ja, aber hier leuchtet auch nichts mehr. Genau, nichts hat sich verändert. Ja, okay. Okay, okay. Jetzt warte mal, ey, wie war die Karte? Okay, warte mal, wie, da ist eine Tür, durch die man nicht kann, oder was? Moment, das muss ich untersuchen. Also, das ist ja eigentlich ganz nett, die Idee mit der Karte. Tatsache. Magisch versperrt, oder was? Ui. Da habe ich aber... Was? Das Panikmeter. Immer wenn Alyssa sich körperlich oder emotional bedroht fühlt, steigt das Panikmeter. Wenn das Panikmeter Max erreicht, verfällt Alyssa in einen Panikzustand. In diesem Zustand sind Alyssas Bewegungen eingeschränkt. Wenn sie in diesem Zustand angegriffen wird, stirbt sie. Das Panikmeter sinkt langsam, wenn sich Alyssa an einem sicheren Ort ausruht. Achte stets auf das Panikmeter und versuche, den Stress so gering wie möglich zu halten. Das ist natürlich gut beim Horrorspiel. Ja, okay. Ah, dann soll ich das wahrscheinlich erstmal nicht berühren, ne? Ja, ich vermute, dass die Tür irgendwie aufgehen wird. Irgendwann. Geiler Jingle. Dun, 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 dun. Okay. Da sollen wir eindeutig lang. Ja, aber ist das nicht ein bisschen heiß? Die Mauer hinter der Feuerstelle fällt auseinander. Wer hätte gedacht, dass da ein verborgenes Zimmer liegt? So, wie war, genau. Ducken. Kriechen. Auf Kreis. Oh Mann. Creepy! Geil. Oh, super! Super gut. Oh, dieser alte Schauer, ey. Ich liebe es. Das machen Spiele einfach nicht mehr. Sieht wie eine Flasche und ein Brief aus da unten. Heilige Flasche. Okay. Und der Brief? Nancys Brief. Nancy, schauen Sie! Liebster Alyssa, ich wollte immer nur, dass du in Frieden lebst, aber wenn du dies jetzt liest, bist du wohl zum Haus zurückgekehrt. Zu deinem eigenen Schutz gebe ich dir einen Rat und eine Anleitung zur Verwendung dieser Flasche heiligen Wassers. Verwendung des heiligen Wassers. Exorzismus. Wenn du bedroht wirst, verspritze etwas heiliges Wasser auf den Angreifer. Er hält dann vorübergehend inne. Siegel zerstören. Ah! Um die Siegel zu brechen, die den Zugang zu bestimmten Orten verhindern, spritze etwas heiliges Wasser auf sie. Denk daran, dass es keinen endlosen Vorrat an heiligem Wasser gibt. Du kannst deine Flasche auffüllen. Entweder bei den heiligen Gefäßen oder bei den Trinkbrunnen der Löwen. Sentimentale Objekte und Geister. Eine Person, die eines unnatürlichen Todes starb, hat noch unerledigte Angelegenheiten in der Welt der Lebenden. Um dich zu schützen, musst du ihre Wunden heilen. Dazu musst du ihr sentimentales Objekt finden. Zum Schluss, es ist alles meine Schuld. Aber ich werde mein Bestes geben, um dich zu beschützen. Bitte denk dran, dass ich dich mehr als alles andere auf der Welt liebe und immer lieben werde. Mama. Oh. Mama. Okay, ja, alright. Also. Es ist der Schutzheilige des Hamilton-Hauses. Was macht das eigentlich hier? Ja, gute Frage. Aber dass die Statue gerade aus den Augen geblutet hat, kümmert die jetzt aber nicht weiter. Was macht das denn wohl hier? Okay, also, wir haben... wie geil, so rückwärts
kriecht. So, aufstehen. Komm, steh auf. Also, ja. So, wir haben jetzt das heilige Wasser und können da jetzt das Siegel brechen. Oh, nein. Ja, ja, natürlich, Spiel fortsetzen. Ich guck mal hier ins Pausemenü. Genau. Lavendelwasser. Liebevoll aus der lila Blume destilliert, nimmt die Angst. Aber das ist ja nicht das heilige Wasser, oder? Warte mal. Ne, hier gehe ich. Ah! Dreieck muss ich drücken. Crash. Okay. Ah, ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Sehr schön. Okay, das ist zu. Jemand hinter der Tür? Oh, da ist noch so ein Siegel. Aber das leuchtet gar nicht. Okay, das ist, glaube ich, noch nicht von Interesse für uns. Da kommen wir später noch lang durch. Okay, das ist das Zimmer meiner Mutter. Der Dreifachspiegel ist zusammengeklappt. Was ist denn das da? Es ist eine Boombox. Mutters Bett. Ja, okay. Da geht nichts. War das Mutter? Wer ist das auf dem Porträt? Das ist da schon ewig. Okay, eindeutig nicht Mutter. Das hätte ich ja wohl erkannt. Die Uhr hat angehalten. Du brauchst extra Aufziehschlüssel, um sie zum Laufen zu bringen. Ja, okay. Da wird ein Rätsel auf uns zukommen. Hier ist noch eine Uhr. Ah, was haben wir da? Sieht nach einem Familienfoto aus. Mom, I came back home. I know you told me not to, but I couldn't help it. I'm so worried about you. Where are you, Mom? Your game is done. Super gut, ey, geil. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, und ich find's großartig. Das hat man so selten in Spielen mittlerweile. Wow, so.
erstmal gucken, ob es hier auch noch was gab. Nee. Oh Gott, und der irre Pianist klippert sich dann wohl. Abgefahren. Total abgefahren. Ah, ich find's ganz geil gerade. Was ist das? Heiliger Abend 1942, 15. jährlicher Piano-Wettbewerb. 1942, wo in aller Welt bin ich? Wo bitte geht's nach Hollywood? Oh Gott, da ist Blut, okay. Nee, war nichts mehr, ne? Nee, okay. So. Was ist das, eine Telefonzelle? Irgendwas hält diese Tür verschlossen. Was ist das denn? Nein! Der Ring, gib mir meinen Ring zurück. Ah! Ah! Ich hoffe, der Ring ist jetzt hier drin. Verlobungsring, das wird er wohl sein. Spirituelle Heilung. Wenn du ein sentimentales Objekt findest, das einer Person gehört, die eines unnatürlichen Todes gestorben ist, gib es dem rechtmäßigen Besitzer zurück. Ist es ein Ring, leg ihn in seine Schachtel. Ist es ein halber Herzanhänger, setzt ihn mit seiner anderen Hälfte zusammen. Durch Rückgabe dieser sentimentalen Objekte werden die Geister geheilt. Alyssa erhält dann ein anderes Objekt oder wertvolle Informationen. Okay. Ja, das... Okay, dann muss ich jetzt wahrscheinlich ein Geist vorbei an die Schachtel, wa? Wo ist der... Ja. Wo ist die Schachtel? Geh weg. Ah, lass mich in Ruhe. Die Explosion. Er sieht aus, als ob er von etwas verbrannt wurde. Eine leere Ringschachtel. Hat ihm jemand den Ring gestohlen? Ja, ich will... Ah! Nein, jetzt greift mich ja weiß. Ah! Okay, ich muss wahrscheinlich extra... Ich muss das Item extra anwählen, oder was? Objekt benutzen, ja. Ah, puh, das war richtig. Gibt's dafür? Ich hoffe, es lohnt sich. Ein Siegelstein. Aber besser als ein Ziegelstein. Okay. Okay, also so funktioniert das. Alles klar. Ja, wahrscheinlich hätte mich der Geist jetzt auch ernsthaft verletzen können, aber... Ein Wasserspender. In der Form meines Löwen. Oh, hier kannst du Spieldaten speichern und das heilige Wasser auffüllen. Ast rein. Okay, erstmal auffüllen. Cool, die Flasche wurde aufgefüllt. Stimmt, ich habe ja einmal schon eine Ration verwendet und dann speichern wir mal. Ihr wisst ja, sicher ist sicher. Man weiß ja nie, was als nächstes kommt. Deswegen, wie lange es gedauert hat früher, süß. Speichern wir mal in Slot 2, okay. Sehr schön. Ja, okay. So, weiter geht's. Mann, ey, diese Dosen. Die kann aber bestimmt Gegner auf mich aufmerksam machen, wenn ich anschicke. Ich kann ein Piano hören. Kommt das von der Halle da drüben? Okay, wie laut spielt der Piano? Oh, guck mal, da unten blinkt schon was da. An dem Fluss. So, okay, alles klar. Also, ich glaube, wir fummeln uns langsam rein. Also, das doch, wollte schon sagen. Warum funktioniert das nicht? Doch, es funktioniert. Und ich werde jetzt gleich zurückrennen und mein heiliges Wasser sofort wieder auffüllen. Ja, sehr schön. Man weiß ja nie. Bislang scheint es ja wirklich meine einzige Waffe zu sein. Von daher wäre das dumm, wenn ich hier quasi nicht nachlade. Was anderes ist das ja nicht. Da spielt sich aber jemand gerade echt um Kopf und Kragen.
schön neblig. Moin. Nee. Oh, geh weg. Scheiße. Es ist über und über voll mit Blut. Gehört das einem Opfer? Der Eintrag beginnt mit Darling. Muss für ihn Verlobten sein. Achso, aber ich kann nicht reingucken, oder was? Okay. So, ich hoffe, ich komme jetzt von der anderen Seite daran. Oh, das hat wieder aufgehört. Oh nein. Oh. Gib's doch auf, Mann! Goldener Füller. Achso, klar, okay, mit dem Füller jetzt wahrscheinlich zum Tagebuch. Okay. Ja, alles klar. Mein Gott, ey. Eklig. So, ich hoffe, auch hier funktioniert das. Goldener Füllerobjekt nutzen, ja. Ah, oh, wie schön. Jetzt kann ich es auch gewiss lesen. Ein Tarnring. Ich habe so das Gefühl... Oh Gott, sind da zu schneiden oder was? Oh nein, sind wir in Silent Hill? Warum schneit er das auf einmal? Fuck me, ey. So, warte mal, ganz kurz. Tarnring. Ich habe so eine dumpfe Ahnung, was er machen könnte. Ja, genau, Ring für zeitweise Unsichtbarkeit. Aber das lohnt sich jetzt natürlich wirklich noch nicht. Was steht da? Kojima? Guck mal da rechts. Da! Kojima Maestro oder was? Was soll das heißen? Ja. Früher war alles besser. So, erstmal wieder hier unten lang. Das hat ja gerade schon mal gut geklappt. Ich hoffe, jetzt kommt hier nicht noch ein Geist. Warte mal. Na? Ja, Ast rein, cool. Ja, steh auf, du Troller. Oh, den muss ich aber echt weit weg bewegen. Bis hier aufsteht. So. Nochmal, was ist denn eigentlich Lavendelwasser? Naja, das wird mir wahrscheinlich nicht noch erklärt. Okay, hier ist dicht. Alright. Boah, dieser Schnee, ey. Den finde ich echt ein bisschen verstörend. Da ist ein Siegel. Okay, gucken wir uns gleich mal an, was da so abgeht. Große Brücke. Fort Hill Street und Nottingham City Hall. Da müssen wir doch hin. Ah, okay. Hier kann ich nochmal speichern und auffüllen. Aber ich glaube, also das ist jetzt beides nicht notwendig. Ich habe ja 3 Rationen Weihwasser. Ich nenne es einfach Weihwasser jetzt. Und gespeichert haben wir ja gerade. Also, wenn mir jetzt was ganz Dummes passieren sollte, dann soll es halt so sein. Also ich bin bereit, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Okay, jetzt hat sich nicht gelohnt. Aber warte mal. Hier müssen wir gewiss hin. Nee, da mache ich erstmal das Siegel auf. Vielleicht ist da irgendwie ein cooles Item hinter oder so. Oh, das Klavier, das immer aufhört, das... Mittlerweile weiß ich ja, dass das ein Musikloop ist, der einfach wieder von vorne startet, aber am Anfang habe ich mich echt ein bisschen unwohl gefühlt. So, bei Norton's Taylor. Tada! Clash! Ja, komm schon, dann treten wir mal ein. Ich hoffe, das lohnt sich. Okay. Oh, da ist was zerbrochen. Erstmal hier schauen. Ein Brief. Briefe sind immer wichtig in Horrorspielen. Papas Brief. Liebe May, wie geht es dir? Jetzt bin ich in Frankreich, in einer Region, die Champagne heißt. Es ist ein schöner Ort mit Weinbergen, soweit das Auge reicht. Wenn der Krieg vorüber ist, müssen wir mal zusammen herkommen und Urlaub machen. Ich habe gehört, dass man jetzt in London Verdunklung angeordnet hat. Ich bin mir sicher, dass es dir tagsüber gut geht, weil Jane da ist. Aber ich sorge mich, da du nachts alleine bist. Alles in Ordnung, Liebes? Oder? Halt dich warm. In Liebe, Papa. Okay. So, warte mal. Bevor wir hier durch die Tür gehen... Ach Gott, so viel Entscheidung. Eine Treppe führte da auch hoch. Ziel. Oh nein, ich werde mich verstecken müssen. Oh nein. Da hinten leuchtet was. Schon gesehen. Okay. Oh Gott, ich hoffe, jetzt springt mir keiner ins Gesicht. Nee, das kümmert sich nicht, oder was hier? Irgendwas kaputt? Egal. Na gut. Was haben wir da? Ja, Lavendelwasser. Treppe hoch oder Tür? Erstmal Tür.
Erstmal einmal alles in einem Stockwerk abgrasen. Scheint von der anderen Seite abgesperrt zu sein. Okay, gut, dann haben wir natürlich keine Wahl. Oh Mann, hier ist ja alles kaputt, ey. Hier gibt's nichts. Da ist eine Tür. Genau wie hier. Ah, die geht mal auf, wie schön. Oh, schon wieder Blut. Abgesperrt und geht nicht auf. Na gut. Tragödie zu Weihnachten. Junge Pianistin brutal ermordet. Oh, ist eine Pianistin, die wir hören. Okay. Weihnachten 1942. Paul Mall. May Norton, 12, wurde in Nortons The Taylor ermordet aufgefunden. Sie wurde von Jane Stride, der Kinderfrau der Familie Norton, gefunden, die nach Hause kam und das Opfer regungslos mit einer Kopfwunde auffand. Eine Autopsie zeigte, dass ein Schlag auf den Schädel mit einem schweren, stumpfen Gegenstand zum sofortigen Tod führte. Es wurden bisher keine Verdächtigen genannt. Das Opfer hatte am Vortag am 15. jährlichen Piano-Wettbewerb in der Victoria Hall in Kensington teilgenommen. Als vollendete Pianistin setzten viele auf Miss Norton als Siegerin, aber ein unglücklicher Fehler in ihrer Darbietung verhinderte ihren Sieg. May lebt allein zu Hause, seit ihr Vater William Norton, ein Offizier, im Juli an die Front zurückkehrte. Okay. Gut, also die kleine May ist tot. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch die Pianistin. Oh Gott, das ist ja in der Mitte. Ja, ein zwölfjähriges Mädchen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.